Und damit seid grüßt den Zwerge Gnome Hobbits und den Gnome zu einem neuen Part. Super Mario Odyssey mit dem Zwergenfürst. Und weiter geht's hier in New Dawn City, Cityland. Im letzten Part, ihr seht schon, wir haben da schon einige Monde. Wir haben im letzten Part schon den Mecha-Wiedler, wenn ich mich richtig daran erinnere, dass der so heißt. Den haben wir schon besiegt. Und jetzt geht's weiter im taghellen New Dawn City. Wir erkunden die Stadt am Tage. Und ich kriege Nachtzustand. So, ja, wo geht's jetzt erst lang? Vermutlich erstmal hier hoch auf die Plattformen. Was haben wir hier? Komischer Fels. Ein sehr komischer Fels. Bürgermeisterin Pauline ist echt der Knaller. Ich frage mich, was sie nach der jüngsten Aufregung vorhat. Bürgermeisterin Pauline, ja, mit der werden wir noch reden müssen. So, Capture können wir die Leute nicht. Können wir mal hier rüber. Was für eine Bombenaussicht. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich habe eine. Falscher Knopf. Der hier. Sehr schön. Okay, gibt es hier was zu bekommen? Wenn es auch nur Münzen sind. Münzen. Ja. Achso, sie werden Schnappschuss machen. Kannst mit unten einen Schnappschuss aufnehmen. Alles klar. So, mal eine andere Taste. Egal. Dann geht's nach New Dawn City. Ne, rein geht's in die Stadt. Und wir beginnen schon mit einem wundervollen Soundtrack. Und können hier auch nochmal Ausblick halten. Genau da müssen wir hin. Da gibt's Mond. Aber wir müssen noch runter. Wir müssen runter. Hier, genau. Da, wo die leuchtende Strahl hin ist. Ein Neuanfang für die City. Zum Bürgermeisterin Paulina müssen wir hin. Paulina hieß die Paulina. Irgendwie. Irgendwie heißt Paulina. Nee, sie ist. Und wer habe ich jetzt in der Ich sag mal lieber nichts. Seilspringen, ja genau, das kenne ich noch hier. Seilspringen. Wie können wir das machen? Wir müssen mal ansprechen hier, das Board. Die Rangliste erlaubt dir, die Ergebnisse anderer Spieler weltweit anzusehen und deine eigenen zu teilen. Wenn du an der Rangliste teilnimmst, werden deine Spielstatistiken sowieso dein Spitzname im Spiel veröffentlicht. Möchtest du deine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen und der Rangliste teilnehmen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wir können es ja mal versuchen. Weltrangliste, Zwergi. Ich habe es noch gar nicht gemacht, aber bin trotzdem schon auf Platz 451 5795. Das ist, da kommt ein Punkt, da kommt ein 4.515.795. Das ist ja ein großartiger Rang. Im Millionenbereich schon. Dann ruhig an. Menno, nie und nimmer schaffe ich 30 Sprünge. Achso, wir müssen einfach springen. Ups. Fern dich um etwas, um es erneut zu versuchen. Ja. Ups. Ja, ich schaffe noch nicht mal ein. Ups. Zeitsprungprüfung, Rekord 0. Ja, wodurch? Versuch's gerne mal wieder, was zum Henker. Ich verstehe das nicht. Was muss ich hier tun?
Wann weiß ich, dass es beginnt? Achso, hier. Ups. Lull. Das scheint mir noch nicht richtig. Das ist nicht am richtigen. Deswegen blamiert sich beim Seilspringen. Da, was soll's? Weiter geht's. Machen wir mal woanders weiter. Ja. Seilspringen. Autospringen kann ich besser. Okay, keep. Okay, keep. Stop. Yahoo. Auf die Motorhauben von Autos springen. Die kann ich so capturen, die Autos, oder? Nice. Auto fahren. Wump. Was? Hilfe? Ich möchte wieder zurück. Taxi zurück. Das dunkle. Das dunkle New York City. Da will ich nicht hin. Danke, nein, danke. Vielleicht sollten wir wirklich erstmal zu Pauline gehen. Pauline. So hieß sie. Gibt es hier noch einen Mond? Ja, ich glaube, da gab es doch einen Mond, oder? Den habe ich doch von Ferne gesehen. Müssen wir nochmal hinkommen. Johnny-Mo. Ein Tod für zwei Münzen. Zwei Liter Münzen. Was man nicht so alles tut. Zwei Liter Münzen. Für 15 können wir uns, glaube ich, dann das Bauarbeiter-Mario-Outfit leisten. Das Mario-Maker-Outfit. Hier geblieben. Inmitten von Stahlträgern. Sehr schön. Und wo geht's hier runter? Ach du Scheiße. Achso, hier hätten wir einen Wandsprung machen können. So wären wir auch hochgekommen. Von unten lang. Ich präsentiere es gerade mal. Da hätten wir den Mond bekommen. Inmitten von Stahlträgern. Das hat jetzt eigentlich funktioniert. Aha, so hätten wir es machen sollen. Ja gut, wenn es auch andersrum geht. Jetzt sind wir wieder auf der Straße. Alles klar. New York City. Ich komme. Die Menschen können wir nicht parken und die Autos bringen uns sonst wohin. Ach da, ja, da geht's zum zentralen Plaza. Sollten wir vielleicht erstmal hier mit der Bürgermeisterin reden. Die hat bestimmt einige Missionen für uns. Check the point. Und hallo, Frau Bürgermeisterin. Pauline. New Donk City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Ich möchte dir und deiner Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, könntest 4 Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen? Da haben wir doch schon einen, oder? Entschuldigung, ich habe das Gespräch zwischen dir und Pauline mitbekommen. Es freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lang ist's her. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Ein Mond. Ein roter City-Mond. Der Schlagzeuger ist dabei. Gibt's jetzt für jeden Musiker einen Mond? Na super. New York City Rathaussaal. Wunderbar, du hast schon einen der Musiker gefunden. Vielen Dank. Jetzt fehlen noch 3 weitere für das Feste. Wenn du noch andere Kandidaten triffst, sprich sie bitte einfach an. Okay, der Schlagzeuger ist schon da. Alles klar.
hinaus. Finden wir noch drei weitere Instrumentalisten. Okay. Ein Draft der Karte gibt es da nicht zufällig für. Werden sie schon finden, oder? Die Karte. Hier nicht. Hier. Nö. Nicht, dass ich blicken würde. Zufällig auf irgendeinem Hochhaus hier. In dem Musiker. Ich kann ja mal nachgucken, ob hier oben einer rumhängt. Gut, ihr seid keine Instrumentalisten. Instrumentalisten, glaube ich, das sind jetzt schon wieder bei diesem, ja, diesem Begriff. Musiker. Musikant. Instrumenterspieler. Achtung, wackelige Angelegenheit. Das könnte passieren. Oha, ja, hier gibt es einige Monde noch zu bekommen. Da scheint es einen Musiker zu geben, dort drüben. Und wie kommen wir da rüber? Zumindest ist da ein Punkt markiert. Mit einem Strahl, einem Lichtschein. Ach du Schreck. Jetzt muss ich da mal aufpassen. Schwingt in der Brise. Aha, okay. Sehr schön. Hier nochmal runter. So, wie kommen wir denn da jetzt rüber? Irgendwo eine Kanone oder so? Ich glaube, da gibt es nur einen Mond. Gibt es doch einen Musiker. Ein Musical ist da. Ach ja, es liegt doch noch Musical hieß. So. In die Ampeln springen. Ach, ist das geil. Die Ampelkasten sind Blöcke. Vors Auto springen gleich mal. Zum Glück überfahren wir uns hier nicht. So, finden wir hier noch einen Musiker. Die ihre Muse benutzen können, um das Festival aufzubessern. Hier gibt es noch einen Mond, den kann man mal mitnehmen. Oh, jetzt sind wir ein Mensch. Ach du Scheiße. Das soll was werden. So, und ab in den Mond rein, oder? Muss auch einparken. Das geht von der Seite nicht. Ach du Schande. Das ist eine scharfe Kurve und rein in den Mond. Von hinten durch. Ne, das müssen wir von vorne machen. Ach du Schande. Und kriegen wir es so hin? Ne, kriegen wir nicht hin. Ach du Schande. Nicht zurückfahren. Ja. Meine Herren. Das lässt sich aber schwierig steuern. Fast. Was heißt eben nicht? Also. Auto kapern per Fernsteuerung. Das war ja eine Mission hier. Zum Musiker finden. Sieht jemand aus, als würde Musiker sein. Ah, da spielt jemand E-Gitarre.
Hey Kumpel, als Witz, willst du ein Autogramm? Ach, ich habe schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern, die mit der Bürgermeisterin auf dem Festival auftreten. Hab ich das richtig verstanden? Die Bezahlung für solch eine Veranstaltung ist auch nichts zu verachten. Das hast du nicht gehört. Ja, ich bin dabei. Ein Mond. Es gibt wirklich viele Musiker im Mond. Ein Gitarrist ist dabei. Sehr schön. Dann waren es noch zwei. Ich kann gar nicht glauben, wie schnell du denn meine Musiker anhörst. Du bist eine Riesenhilfe. Uns fehlen noch zwei weitere, um das Festival eröffnen zu können. Such bitte weiter nach Musikern. Ah, okay. Der Gitarrist. Ach, und es sammeln sich auch Zuschauer. Mit jedem Musiker, den wir hinbringen, sammeln sich auch mehr Zuschauer hier. Interessant. Hier ist ein Checkpoint. Was findet hier statt? Kaffee im Freien. Okay. Und da geht's hinein. Ach du Schreck. Jetzt müssen wir uns bestimmt durch die Menschenmengen quetschen. Schnell genug, dass wir dann zu den Mond kriegen. Ach du Scheiße. Das wird eine Mission. Boah, ist zu schaffen. Ab durch die Menschenmenge. Ja, die Musiker finden wir eher durch Zufall. Als wirklich gewollt. Nebenbei machen wir hier schon andere Quests. Auf ins All. Wenn ich ein Musiker ist, dann weiß ich auch nicht. Hier trainiere ich immer. Na sicher. Falsche Richtung, Mario. So nicht. So, dann kommen die Musiker, kriegen wir doch heute zusammen. Hier noch ein bisschen schütteln. Schütteln nicht, ich bewege den Controller. Ja, das ist Training pur. Das ist hier. Hui. Trapez springen. Und runter geht's. Nochmal den Controller ein bisschen bewegen. Du musst mich erstmal umdrehen. Muss erstmal hier hoch. Ein paar Münzen holen. Nochmal dran. Hier gibt's noch was zu holen. Da oben gibt's was. Oha. Oh, Schreck. Na komm, das kriegen wir doch hin. Da gibt's oben bestimmt einen Stern. Einen Mond dafür. Müssen wir mal andersrum ran, vielleicht. Vielleicht bringt das auch noch irgendwas. Bringt nicht so viel. Außer, dass wir runterfallen. Wir sollten hier Musiker sammeln. Auf dem Wolkenkratzer nach Monden gucken. Über den Wolken. Durch die Sonnenkringe durch. Ach du Scheiße. Hin und her und her und hin. Sieht lustig aus. Hier müssen wir mal umdrehen. Verstehe ich nicht. Hier noch ein bisschen länger schwingen.
Ja, hier müssen wir halt den Wandsprung schaffen. Uff. Uff. Lassen wir vielleicht erstmal wieder. Kommen wir später nochmal vorbei oder was? Komm, das müssen wir auch jetzt hier hinkriegen. Jetzt nur den Part in Länge. Ach komm, lass was gut sein. Das wird doch gepeinlich. Kommen wir später nochmal vorbei. Da hinten war der Mond. Ich hoffe, die Rakete können wir mal benutzen. Wir haben jetzt einen Musiker zu finden. Ich lenke mich hier nur mit anderen Sachen ab. Unnützen Sidequests. So, wo geht's hier raus? Hier scheinbar nicht. Aha, hier geht's raus. Den Mond haben wir ja schon. Da sind wir nur kurz das eine Gebäude rein. Und schon nochmal sowas. Okay. Suchen wir mal die Straßen nach Musikern ab. Reden kann ich heute auch nicht. Also alles wie immer. Alles wie gewohnt. Zweiges Sprachprobleme. Gut, da hatten wir schon einen. Der nächste Kollege wird nicht direkt in der Nähe sein. Der wird ja nicht. Die werden ja nicht alle auf einem Haufen stehen. So, wo ist der nächste Musiker? Einer haut bestimmt irgendwo oben auf dem Hochhaus drauf. Da würde ich drauf wetten. Einer dann dort drüben auf der Insel. Oder was? Wie kommen wir da rüber? Ach so, da, so kommen wir da rüber. Tatsache, ein Musiker. Noch ein Gitarrist. Ein Bassist wahrscheinlich. Warum das trübe Gesicht, Kumpel? Kann ich was für dich tun? Aha, so, so, die Bürgermeisterin ist ganz schön gewitzt. Geschwitzt. Egal, ich bin jedenfalls jederzeit bereit. Gehen wir. Joy. Ein Mond auch für den Musiker. Der Bassist ist dabei, dachte ich mir schon. Nudung City Rathaus Saal. Die Vorbereitungen für das Festival laufen wie geschmiert. Und das ist dein Verdienst. Uns fehlen noch ein weiterer Musiker. Meinst du, du findest noch einen? Nö, meine ich nicht, aber mein bleibt wohl nichts anderes übrig. Wenn die Menge tobt, das sind schon viele für diesen Saal. Aber okay, vielleicht wirklich einer, der oben auf dem Hochhaus chillt. Und vielleicht sollten wir vielleicht mal gucken. Sind wir im Hoch, da waren wir zwar schon mal, haben wir schon mal nachgeguckt. Vielleicht nicht genug. Vielleicht kann ich von oben, von Hochhaus aus, ein bisschen mehr Ausblick kriegen. Hier ist keiner. Okay. Ah, da auf dem Hochhaus, da tatsächlich. Da drüben. Ich sehe ihn. Wie kommen wir da rüber? Auf das Hochhaus. Wenn ich mich hier umbringen gehe. So, vielleicht von innen. Aufs Dach. Ja, Motorrad. Okay. Ach du Scheiße. Dino. Es wird eine Verfolgungsjagd.
Wiener Münzen. Verdammt. Das Ausweichen muss ich erstmal noch lernen. Wiener Münzen. Ich bin wieder im Mond. Ach du Scheiße. Was hier so alles zu finden gibt. Flucht per Motorroller. Da müssen wir wohl nochmal hin. Die ganzen Sachen, die es dort gibt. Lila Münzen. Der Mond. Okay, das war nichts. Das, was erwartet wurde. Auf das Hochhaus müsste irgendwie anders drauf kommen. Auf die Ampel klettern wir jetzt auch nicht, oder? Wie kommen wir auf das Hochhaus drauf? Von anderen Hochhäusern aus? Ja, von dort vielleicht drüber. Dort. Okay, wie kommen wir hier auf die Feuerleiter drauf? Hier hinein. Ach du Schreck. Noten gesammelt. Ach du Schreck. In der 3D-Welt. Nein. Das sind viele Noten. Das sollten wir nicht verkacken. Da ist Mond. Nebenbei hier noch ein paar Monde gesammelt. Wir verklempern die Zeit. Notenjagd im privaten Raum. Tja, Mario. Einfach in private Häuser hier eindringen. Das gibt's ja nicht. Dafür haben wir nach dem Festival dann wahrscheinlich alle Monde. Können direkt weiter da reisen. So, wir müssen irgendwie auf die Feuerleiter kommen. Mit dem Herzen dreifach springen muss das doch. Ein Wandsprung vielleicht. Laterne klettern. Tja. Auf die Ampel klettern. Okay, so kommen wir. Tja. Hier vielleicht irgendwie. Wie kommen wir auf das Dach drauf? Okay. Okay, da kommen wir über die Leitung irgendwie darüber oder versuchen wir es mal. Ah, hier gibt's. Nein. Hier geht's hoch. Irgendwie müssen wir hier rüberkommen. Da ist der Musikant. Über das Haus können wir darüber. Und wie kommen wir auf das Haus da? Vielleicht über dieses Haus hier, über das Hochhaus. Ah ja. Vielleicht mit dem Ding. Einfach mal rüberschleudern. Sehr gut. Das haben wir.
Der letzte Musiker. Trompeter. Die Bürgermeisterin, verstehe. So ist das also. Danke für die Einladung. Es ist mir eine Ehre, am Festival mitzuwirken. Und ein Mond für den Trompeter. Sehr schön, der Trompeter ist dabei. Und das Musik ist vollständig. Bürgermeisterin Paulina, du bist umwerfend. In dem Zusammenhang, ja, kann man auch sagen. Du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Danke. Leider hat sich ein neues Problem aufgetan. Das unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Und Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus, oder? Also. Ja gut, die Musiker haben wir erstmal zusammenbekommen. Ja gut, unterirdische Stromarbeiten. Wie kommt man da jetzt hin? Na gut, ich glaube, ich muss den Part hier erstmal beenden. Und den nächsten Part weitermachen. Unterirdisches Stromkraftwerk, wo zum Geier, wie zum Geier. Ich glaube, das sehen wir uns im nächsten Part an. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Und ich sehe schon, wo wir hin müssen. Das im nächsten Part. Kann ich schon mal öffnen. Sehr schön. Bis dann.